relativ rasch jetzt hier, damit wir auch noch Diskussionsraum haben, dass es nicht zu lange wird, dann zu den Maßnahmen kommen. Vorhin war das alte Papier, hatten Sie das alte Papier sich kurz angucken können, der AfD, jetzt haben wir hier das aktuelle Thesenpapier, was auf der Homepage geschaltet ist und aus dem aktuellen Flyer. Dort werden insgesamt 7 Maßnahmen vorgeschlagen. Es wird vorgeschlagen, Wiedereinführung von Grenzkontrollen, Visumpflicht für Länder des Westbalkans, Asylanträge nur aus den Herkunftsländern, und zwar an den Botschaften oder ihrer Nachbarländer. Asylanträge aus sicheren Herkunftsstaaten innerhalb 48 Stunden bearbeiten. Eine Liste der sicheren Herkunftsländer erweitern. Nur Sachleistungen für Asylbewerber und Kostenerstattung durch rechtswidrige Verfahren der EU-Länder. Weiterhin ist in der AfD teilweise diskutiert und wird auf einzelnen Landeshomepages beschrieben. Man will die Schlepperbanden bekämpfen, gerechtere Verteilungsquote innerhalb der EU oder, wie Herr Prezell auch sagt, Einsatz als Eurojobber oder Ausbildung als Entwicklungshelfer. Und als besondere ständig diskutierte Maßnahme kommen wir zum Schluss noch dazu, eine Obergrenze für das Asylrecht. Für das Asylrecht muss das heißen, um einzuführen. Meine Damen und Herren, leider ist all das, wie wir sehen, sehr, sehr mager und sehr wenig hilfreich. Vieles davon ist sogar unrealistisch oder aufgrund einer ganz einfachen Sache, aufgrund mangelhafter Abschiebungen und ständiger Duldungen wirkungslos. Die Wiedereinführung der Grenzkontrollen hatten wir, hat nichts gebracht. Die grüne Grenze kannst du nicht. Außerdem, was hilft es zu zählen? Entschuldigung. Die haben ja nur gezählt. Sie haben ja nicht abgewiesen. Es gab ja keine Sicherung. Die Visumpflicht für Länder des Westbalkans, wird also auch nichts bringen, weil die kommen sowieso. Die laufen sowieso rüber. Asylanträge nur aus den Herkunften, das ist die alte Luke, die Luke-Idee mit dem Botschaftsasyl. Der Luke hatte sowieso immer diesen Tick mit seiner Schweiz. Und die Schweiz hat das mal versucht, Asylanträge in Botschaften nur zu machen. Das hat sich leider bis heute noch gehalten. Diese Idee, die Schweiz hat längst Abstand davon genommen, weil sie festgestellt haben, das erhöht die Anträge enorm. Das gibt ein enorm, und das geht dann auch selektiv und nur auf die Schweiz. Weil die haben überall Botschaften, man kann schneller eine Schweizer Botschaft eben mal reingehen und dort einen Antrag speziell für die Schweiz stellen, als ein Schweizer Grenzhäuschen die zu stellen. Das hat Asylanträge aus sicheren Herkunftsstaaten innerhalb 48 Stunden bearbeiten. Ja, das wird tatsächlich was bringen. Das ist gegen das Grundgesetz. Eindeutig. Innerhalb von 48 Stunden bearbeitet ist nicht gegen das Grundgesetz. Es ist gegen das Grundgesetz. Sie dürfen gar nicht erst hier sein, wenn Sie aus sicheren Herkunft schauen. Ah, das, und das, dann, auf den Clou wollte ich am Ende kommen. Also Asylanträge, doch, es gibt welche. Passen Sie auf, es gibt sogar welche. Da kommen wir gleich genauer dazu. Innerhalb von 48 Stunden, das ist aber allein personell unmöglich. Sie können sich überhaupt nicht vorstellen, wie das entsprechende Personal am Ende seiner Kräfte ist, was hier gemacht wird. Wir haben überhaupt gar niemanden mehr. Es ist nicht nur die Polizei, es sind also auch aus allen möglichen Ämtern Leute abgezogen worden. Wie Potenziale haben wir da? Die Liste der sicheren Herkunftsländer erweitert, das ist eines der problematischsten Geschichten. Und da ist sogar ganz aktuell, sehe ich was extrem Problematisches, das ist nämlich die Türkei. Es ist ein Unding sondergleichen, ein Land, in dem kritische Journalisten verfolgt werden, in dem teilweise Christen verfolgt werden, in dem die Kurden derartig verfolgt werden, dass eine sehr große Anzahl von Kurden hier bei uns Asyl bekommen wird. Ein solches Land zum sicheren Herkunftsstaat zu erklären, das ist eine ganz heikle Geschichte. Die neueste Argumentation, noch keine 24 Stunden alt, von Herrn Altmaier, die ist nahezu pervers, muss ich Ihnen sagen. Es wird gesagt, die Türkei sei ein
Beitrittskandidat für die EU. Beitrittskandidat für die EU dürfen Sie nur werden, wenn Sie ein sicheres Herkunftsland sind. Daraus sollte man natürlich den Schluss ziehen. Nee, am Ende. Ich wollte nur eins sagen. Die Türkei hat keine Grenze mit Deutschland. Dazwischen liegen aber sichere Herkunftsländer. Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Das kommt genau. Genau, was Sie sagen wollen, kommt. Warten Sie damit noch. Bitte ein bisschen, ich gebe Ihnen 100% gleich mir in der Recht. Daraus jetzt den Schluss zu ziehen, aha, es ist ein Beitrittskandidat, demzufolge muss es wohl ein sicheres Herkunftsland sein. Das ist wirklich eine völlige Umkehr in jeglicher Logik, also mit den sicheren Herkunftsländern. Nur Sachleistung für Asylbewerber, glauben Sie nicht, dass das jemand wirklich abschreckt, die Sachleistung. Und die Forderung nach Kostenerstattung durch rechtswidrig Verfahren der EU-Länder, die können Sie ruhig stellen in der EU. Das können wir ruhig sagen. Wenn andere EU-Länder, also wenn sich ein Hahn drum kümmern würde, die Meinung ist doch sowieso klar. Die EU-Länder sagen, das, was hier als sogenanntes Asylchaos, als Krise existiert, hat Deutschland, hat Merkel verursacht. Warum sollen wir jetzt dafür zahlen? Genau. Also das denken wir nicht. Und da muss man sagen, das hat eine gewisse Logik. Dann Schlepperbanden bekämpfen. Aber das kann ich natürlich immer sagen. Aber dann möchte ich mal sehen, wie man die Schlepperbanden in Libyen bekämpfen will. Und sofort die Merkel verhaften. Bitte? Sofort die Merkel verhaften. Wo denn? In Libyen? Nein, die Merkel wollen verhaften. Sie schreibt ja alle rein. Ach, die Merkel wollen verhaften. Ja. Kommen wir auch zum Schluss. Die ist immun. Haut leider nicht hin. Die ist immun, das glaube ich. Gerechte Verteilungsquote innerhalb der EU. Also es ist albern. Das ist wirklich, das ist genau dieses Argument. Und diese Vorschläge, Einsatz als ein Eurojobber oder Ausbildung als Entwicklungshelfer, greifen insofern völlig daneben. Weil es kommt nicht darauf an, wie wir die verwenden. Sondern es kommt darauf an, es zu verhindern, was hier in unser Land einströmt. Das ist wirklich eine sehr problematische Politik. Deshalb, gerne komme ich, aber das würde ich mir für Schluss noch einmal aufbehalten, zu der Frage Obergrenze für das Asylrecht. Eine sehr problematische Forderung, wo wir es jetzt kürzlich gesehen haben, dass Markus Brezel beim Friedmann, der voll in diese Falle reingelaufen ist. Da werde ich Sie gleich extra nochmal, das ist mir so wichtig, dieses Thema, ist das nachher nochmal extra ansprechen. Also dafür ist vieles unrealistisch. Denn wir haben vor allen Dingen ein Problem. Das müssen wir ganz klar sagen. Wenn die Leute einmal da sind, werden wir sie nicht mehr los. Wir werden sie nicht mehr los. Es ist derartig schwierig, Abschiebung durchzusetzen oder gar Dublin-III-Verordnung setzt nicht nur die Zuständigkeit für das Land, sondern es gibt auch genau die Haftgründe an. Das kriegen sie in Deutschland überhaupt nicht durch. Man kann zwar die Forderung auf die, wie ich sagen würde, Duldung generell vermeiden und auf 4 Monate zu befristen und nicht verlängern möglich, aber das ist ein Riesenproblem. Es wird jetzt gesagt, man will schneller abschieben. Klasse. In Nordrhein-Westfalen sind zurzeit 52.000 abgelehnte Asylbewerber. Von diesen 52.000 haben wir 40.000 eine Duldung. Die fallen also gar nicht darunter. Das, wenn die jetzt loslegen würden und abschieben würden, würde das nur 12.000 hier bei uns in NRW betreffen. 40.000 haben eine Duldung. Das Duldungsrecht ist nämlich ein ganz problematisches Nadelöhr. Jede kreisfreie Stadt hat eine Ausländerbehörde. Und eine Ausländerbehörde darf Duldungen aussprechen. Das ist vielleicht nicht ganz unvernünftig, wenn man zum Beispiel ganz klar abschieben muss. Und man hat eine Frau, die ist hochschwanger und würde in ein, zwei Wochen ihr Kind bekommen. Dass man dann sagt, da dulden wir, vielleicht mal eine bestimmte Duldung aus, darauf warten wir noch, dann ist das eigentlich humanitär okay. Das Problem ist nur, die Ausländerbehörden haben das Recht, auf 2 Jahre die Duldung auszusprechen. Und die Duldungen werden auf 2 Jahre ausgesprochen. Und ebenfalls, die Duldungen sind unendlich oft wiederholbar.
Und damit wird ein, was aus humanitären Gründen geplant wurde, wird eine Sache völlig zur Albernheit und zu einem dauerhaften Bleiberecht. Deshalb sage ich immer, es gibt inzwischen für Duldungen exakt vier Gründe. Diese vier Gründe sind Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Es wird nur noch geduldet. Es ist schlichtweg unmöglich. Und selbst wenn es mal nicht gemacht wird, ergeben sich die absurdesten Geschichten. Also ich erzähle gerne, gerade bei meinem Vortrag, von einem direkten Bericht von Herrn Baumann aus dem Bundesfachausschuss in Hamburg. Das zeigt einmal, wie das so funktioniert. Da ist eine schwarzafrikanische Familie angekommen, Papa, Mama und vier Kinder. Da ist dann, ich bin das vorgezeigt, die ganze Latte durchgezogen. Ganz sonst nicht politisch verfolgt, nicht aus Kriegs- oder Bürgerkriegsgebiet, keine subsidiäre Schutzflucht, kein Abschiebeverbot. Ja. Aber die Mutter war gerade sehr hoch schwanger und man hat eine Duldung ausgesprochen für 2 Jahre. Nach 2 Jahren kam sie wieder, weil inzwischen schon das nächste Kind da, wir waren also inzwischen schon zu 6. Und mit großen auf die Tränendrüsen drücken, haben sie nochmal 2 Jahre Duldung bekommen. Als sie dann wieder ankamen, nee, das Geschichte erst zu Ende. Als sie wieder ankamen, war es dann sogar diese Ausländerbehörde zu viel. Und die haben gesagt, Schluss aus, jetzt wird abgeschoben. Es gibt hier kein weiteres Duldungsrecht. Darauf hat diese Familie sich da gewendet, wo man sich hinwenden kann, zu Pro-Asyl. Pro-Asyl hat mit denen Kontakt aufgenommen und sie kam dann an und hat gesagt, ja, für ihr letztes Kind, das sie jetzt gekriegt hat, wäre es ein anderer Vater. Und sie präsentierte einen Hamburger Bürger aus dem nicht-sesshaften Bereich, der die Vaterschaft für das Kind übernommen hat. Eine Vaterschaft ist in Deutschland erst einmal so nicht anfechtbar, das wird geglaubt. Ihren Familie steht unter dem besonderen Schutz des Staates. Man muss schon besondere Gründe haben, wenn man eine Vaterschaft anzweifeln will. Zum Beispiel, wenn Sie sagen würden, ich bin es gewesen, ne? Dann könnte man das eventuell testen. Also, da der Vater nun ein Deutscher ist, hat das Kind natürlich eine Bleibeberechtigung in Deutschland. Wenn das Kind eine Bleibeberechtigung in Deutschland hat, hat natürlich die Mutter eine Bleibeberechtigung. Wenn die Frau nun eine Bleibeberechtigung hat, haben natürlich all ihre weiteren Kinder eine Bleibeberechtigung. Wenn diese Kinder eine Bleibeberechtigung haben, hat natürlich auch deren leiblicher Vater eine Bleibeberechtigung. Kurzum, das Problem war gelöst. Und dafür gibt es einen Almanach für die Leute, damit die sich das, die ganzen Tricks einlesen. Ja, da kann man runtergucken, was da für Tricks und Methoden gibt. Und selbst wenn einem gar nichts mehr einfällt, ist es extrem schwierig abzuschieben. Es gibt ja Telefontechniken in den Großstädten. Und der Stichwort lautet, ich weiß nicht, ob man das No Lager oder No Lager, ich weiß nicht, ausspricht, wenn man ruft No Lager durch. Und wenn die Polizei zum Abschieben kommt, sind da 50 bis 120 Leute. Und die stehen aber bereit und wollen schützen. Also es müsste zu einem massiven Kampfansatz der Polizei kommen. Es gibt Städte wie Osnabrück, die sagen, das machen wir überhaupt nicht. Wir tun es nicht mehr. Wir können ja nicht unsere Polizeibeamte dafür verheizen, in solche Schlachten reinzugehen, weil es fehlt am Ende sowieso nichts. Und wenn sie ankommen, wird dann eine Familie und einer ist garantiert nicht da, einer ist garantiert schwer krank. Mindestens hat er einen positiven Tuberkulin-Test, haben die alle, und kann dann nochmal ein Abschiebeverbot durchsetzen. Und selbst wenn es dann dazu kommt, wird Randale gemacht bis im Flugzeug hinein. Die Maschinen fliegen nicht mehr. Die einzige Fluglinie, die noch fliegt, ist Air Berlin. Und selbst dort sagen manchmal die Piloten, wenn ihnen die Randale zu viel ist, sie sind hier für die Sicherheit verantwortlich, dann wird die Maschine nicht so häufig verlassen. Also es ist wirklich absurd, was da so abläuft. Mangelhafte Abschiebung und ständige Duldung machen auch diese Sache im Grunde genommen alle ziemlich wirkungslos. Es ist nicht zufällig, dass wir wirklich, machen wir mal die nächste. Na, nur einmal ganz kurz dazwischen gegrätscht. Die Familie, das Kind wird hier geboren. Das ist ja ganz legitim, aber das Kind ist ja wirklich ein Deutscher. Genau. Haben die dann nicht auch... Nein, das Kind ist dann noch kein gebürtiger Deutscher. Es ist erst einmal mit Deutsch die Vaterschaft genommen. Ah,
Ach so. Sonst nicht, ist es nicht wie in Amerika. Ja, das ist in Frankreich. Es ist nicht so in Amerika. Ja, das ist Frankreich. Deswegen habe ich hier gefragt. Das wäre meine Frage auch gerade gewesen. Ja. Nein, das ist das französische Recht. Ich frage mich, wer in Frankreich geboren ist, Deutsch ist, wer einen deutschen Abstand.